Gut, wir können dann jetzt hier sowas wie die zentrale Abbildung des Solow-Modells herleiten. Wenn wir nämlich diesen Ausdruck für den Wachstum der Kapitalintensität nehmen und dort den Ausdruck für die Kapitalproduktivität hier, den wir in der, den wir vorher von der Produktionsfunktion hergeleitet haben, also sprich das hier da vorne einsetzen, dann bekommen wir hier folgenden Ausdruck, der eben ganz zentral ist, um die Prozesse des Solow-Modells zu verstehen. Das wollen wir jetzt hier erstmal grafisch machen, wo wir hier auf der Seite den Output pro Kopf haben und hier auf der X-Achse die Kapitalintensität. Das allererste Mal, wenn wir uns einen Ausdruck dafür überlegen, für das Investment, was pro Arbeiterin notwendig ist, damit das Kapital pro Arbeiterin konstant gehalten werden kann. Ja, und das ist, das kennen wir schon von vorher. Das bezieht sich nämlich hier zum einen auf die, auf das Kapital, was verwendet werden muss, um die zusätzlichen Arbeiterinnen, die über das Bevölkerungswachstum kommen, sozusagen auszustatten an Kapital. Und man muss auch noch dafür sozusagen korrigieren, dass ja ein bestimmter Teil des Kapitals abgenutzt wird. Und das jeweils multipliziert mit der Kapitalintensität gibt uns dann den konstanten Wert des Kapitals, der Investments, die notwendig sind, um die Kapitalintensität pro Arbeiterin konstant zu halten. Das ist eine Gerade, ja, und sie steigt, denn je stärker die Kapitalintensität ist, desto mehr Investment ist ja auch notwendig, um quasi die Kapitalintensität pro Arbeiterin konstant zu halten. Genau. Dann ist es so, dass wir berechnen können, wie viel quasi pro Arbeiterin gespart wird. Ne? Hier multiplizieren wir einfach quasi diese exogen gegebene Sparquote S mit dem Output pro Arbeiterin. Und für diesen Output pro Arbeiterin hier können wir ja einfach das nehmen, was uns unsere Produktionsfunktion dazu sagt. Das können wir dann hier eintragen. Hier ist quasi der Output. Diesen Teil der Grafik haben wir vorher schon gesehen. Wir haben hier diese abflachende Kurve, wie wir gesagt haben, abnehmender Grenznutzen des Kapitals. Das heißt, je weiter wir hier nach rechts gehen, desto flacher wird die Kurve, weil die marginale Produkt des Kapitals abnehmend, positiv, aber abnehmend ist. Hiervon wird immer ein konstanter Teil gespart, hier nämlich von der Sparquote. Das heißt, wir haben hier eine Kurve, die darunter liegt. Und an dem Punkt, wo hier der Wachstum des Kapitalstocks gleich 0 ist, da sprechen wir vom sogenannten Capital Widening, also nicht Deepening, sondern Widening, weil hier nämlich die Kapitalausstattung pro Arbeiterin konstant bleibt. Und jetzt erinnern wir uns hier, dieser Punkt, K bleibt konstant, das ist ja gegeben durch diesen Ausdruck. Das heißt, in diesem Punkt, wo der Kapitalstock pro Arbeiterin konstant ist, da haben wir unseren Steady State, ja, in diesem Modell. Ja, da haben wir das Gleichgewicht, da verändert sich daran nichts mehr. Wie finden wir dieses Gleichgewicht? Wir gucken quasi hier an diesem Punkt, wo quasi das Ersparnis pro Arbeiterin gleich dem Punkt ist, was notwendig ist, die Kapitalausstattung pro Arbeiterin konstant zu halten. An diesem Punkt gucken wir, das ist sozusagen der Gleichgewichtswert für die Kapitalintensität. Und an diesem Punkt können wir dann ablesen, hier oben, wie hoch quasi an diesem Gleichgewichtspunkt der Output ist. Das heißt, wir bekommen dann sozusagen die beiden Gleichgewichtswerte für die Kapitalintensität und für den Output. Dieses Gleichgewicht können wir dann dementsprechend auch lösen. Ja, wir können hier uns diese Formel herleiten für die Kapitalintensität, die gelten muss im Gleichgewicht. Auch hierfür konkrete Schritte gibt es zum Download. Und wenn wir uns hier jetzt für den Output sagen, genau das einsetzen, was uns nämlich unsere Cobb-Douglas-Produktionsfunktion sagt, dann können wir hier das Ganze konkreter darstellen. Dann sehen Sie hier folgenden Ausdruck. Und genauso wie das grafisch ist, können wir quasi dann diesen Ausdruck hier beziehungsweise dieses K dann eben auch verwenden, um den konkreten Output dann tatsächlich auch herzuleiten. Ja? Und diese Kombination von Kapitalintensität und Output
Das ist quasi das, was den sogenannten Steady State in dem Solow-Modell darstellt. Und eben anders als in dem Harrod-Domar-Modell, wo es auch ein Steady State gibt, ist dieser Steady State hier stabil. Ne? Und das war ja auch was Solow gesagt hat, was eine zentrale Begründung dafür ist, warum das Modell in seinen Augen besser ist. Diese Stabilität des Steady States, diese Stabilität des Gleichgewichts. Wie geht dieses Argument mit der Stabilität? Man kann das mathematisch, Methoden der dynamischen Systeme herleiten. Man kann es aber auch logisch durch Nachdenken hinmachen. Wir wollen es jetzt als allererstes mal grafisch herleiten. Zu diesem Schritt gucken wir uns hier wieder wieder diese fundamentale Grafik an und wir überlegen uns jetzt mal, wie die Situation wäre, wenn wir außerhalb des Gleichgewichts wären. Wenn wir außerhalb des Gleichgewichts wären und das Gleichgewicht instabil wäre, dann gäbe es keinen Mechanismus, der uns zu dem Gleichgewicht hinbringt, sondern im Gegenteil eher zu dem Gleichgewicht weg. Wir wissen sozusagen, unser Gleichgewicht liegt hier. Und jetzt schauen wir uns mal die Situation an, wenn die Kapitalintensität geringer ist. Also an diesem Punkt hier sehen wir ja, dass durch unsere fundamentale Gleichung, die wir ja vorher hergeleitet werden, also dass die Wachstumsrate der Kapitalintensität durch diesen Ausdruck gegeben ist. Und wir sehen, dass an diesem Punkt dieser Ausdruck S Rho Delta, also hier vorne, dass das größer ist hier als dass hier dieser Wert, der uns angibt, wie groß oder wie hoch die Investments pro Arbeiterin sein müssen, den Kapitalstock konstant zu halten. Warum? Das war die Logik, die wir in der einen Slide hergeleitet haben, weil dieser Teil hier größer ist als das Bevölkerungswachstum. Also das Investment ist sozusagen, also das, was investiert wird, um das Kapital zu akkumulieren, ist mehr als das, was man eigentlich bräuchte, um für das Bevölkerungswachstum wettzumachen. Und das wird hier aus der Grafik auch nochmal dadurch deutlich, dass der Wert, der pro Arbeiterin gespart wird, über dem Wert liegt, der notwendig wäre, die Kapitalintensität pro Arbeiterin konstant zu halten. Also dadurch, dass wir uns hier über dieser Kurve befinden, durch diese Differenz hier, das führt dazu, dass die Kapitalintensität in der nächsten Runde sozusagen oder im nächsten Zeitschritt größer sein wird. Deswegen, wir würden uns sozusagen hier in diese Richtung bewegen. Andersrum, wenn wir uns hier oben befinden würden, in diesem Fall ergibt sich aus dieser fundamentalen Gleichung, dass der Kapitalstock langsamer wächst als die Bevölkerung. Und wir können das auch hier oben wieder sehen. Hier haben wir wieder eine Differenz. Quatsch, hier haben wir wieder diese Differenz. Das heißt, es ist hier eigentlich mehr Investitionen nötig, um die Kapitalintensität pro Arbeiterin konstant zu halten, als das, was tatsächlich gespart wird. Das heißt, in diesem Punkt hier führt es dazu, dass Abnutzung des Kapitalstocks und Bevölkerungswachstum einen stärkeren Effekt haben auf die aktuelle Kapitalintensität als die Neuinvestitionen in Kapital, die resultieren aus dem Sparverhalten von den Haushalten. Das heißt, durch diese Lücke hier, wird im nächsten Zeitschritt die Kapitalintensität geringer, weil durch die Bevölkerung, durch das Wachstum der Bevölkerung und die Abnutzung des Kapitals geht mehr Kapital verloren pro Arbeiterin, als pro Arbeiterin gespart wird. Das heißt, wir würden uns hier sozusagen da unten hin bewegen. Wenn wir allerdings an diesem Punkt hier in der Mitte sind, da ist es eben so, dass wir hier überhaupt gar keinen, wir haben hier keine Lücke zwischen diesen beiden Kurven. Das heißt, es wird genauso viel pro Arbeiterin gespart, wie nötig wäre oder nötig ist, um die Kapitalausstattung pro Arbeiterin konstant zu halten. Und das bedeutet quasi, dieser Punkt hier in der Mitte, der ist stabil. Ja, da ändert sich nichts an der Kapitalintensität. Und das ist genau der Clou in dem Solow-Wachstumsmodell. Was dieses Wachstumsmodell jetzt fundamental von den klassischen Wachstumsmodellen wie dem Conventional Wage Share Modell unterscheidet, ist die Situation hier außerhalb des Gleichgewichts. Außerhalb des Gleichgewichts ist es nämlich so, dass sich eine zentrale Variable wie die Kapitalintensität wechselt, verändert. Ja? Und das ist was wir vorher so nicht hatten. Im Conventional Wage Share oder Conventional Wage Modell
war ja jede Periode gleich. Da haben sich nur die aggregierten Variablen geändert. Aber hier im Solow-Spahn-Modell ist es eben so, dass jeder Zeitschritt anders ist, weil sich insbesondere diese Kapitalintensität außerhalb des Gleichgewichts ständig ändert. Entweder passt sie sich nach oben Richtung Gleichgewicht an oder nach unten, nur im Gleichgewicht, da bleibt sie konstant. Und das ist auch in dem Sinne tricky, weil es sagt uns nämlich, dass wir das Modell unterschiedlich analysieren müssen, je nachdem, ob wir uns im Gleichgewicht befinden oder außerhalb. Und im Folgenden wollen wir uns die zugrunde liegenden Mechanismen nochmal Stück für Stück angucken. Und wir starten damit, dass wir die Situation außerhalb des Gleichgewichts uns grafisch angucken, dann innerhalb des Gleichgewichts und das Ganze danach dann nochmal algebraisch. Also wir starten hier mit dem Bild, was wir uns vorher teilweise schon angeschaut haben und das wir ja auch schon aus dem Wachstumsverteilungsplan von vorher kennen. Hier habe ich noch mal, oder habe ich euch nochmal aufgeführt, welche exogenen Variablen es im Solow-Modell gibt. Das Delta, das kennen wir schon, die Abnutzung, das S, die Sparquote und das kleine N, Wachstum der Bevölkerung. Kapitalintensität mit diesem Strich oben drüber ist quasi sozusagen die Kapitalintensität am Anfang der Periode. Das ist deswegen, die Kapitalintensität verändert sich ja jede Periode. Wir können auch die Wachstumsrate davon berechnen, allerdings brauchen wir irgendwann mal einen Startpunkt. Und am Anfang müssen wir sozusagen von irgendeinem Startpunkt exogen ausgehen. Mechanismus ist dann die, dass eben dieser Startpunkt gegeben ist und dieser Startpunkt dann über den Wachstumsverteilungsplan sowohl den Output als auch die Kapitalproduktivität hier als die Schnittpunkte gibt. Für beides haben wir ja quasi auch die Gleichung in der Produktions- oder aus der Produktionsfunktion abgeleitet, die wir davon dann direkt berechnen können. Dann ist es so, dass die Entrepreneure eben für diesen Punkt hier die profitmaximierende Produktionstechnik wählen. Das ist die Produktionstechnik, die deren Tangente quasi gleich hier der Gerade entspricht, die wir also gerade so hier anlegen können. Also das sieht dann ungefähr so aus, wo es hier gerade so einen einzigen Schnittpunkt gibt, sprich wo die Ableitung eben gleich dieser Gerade ist. Dieser Schnittpunkt, der bestimmt dann sowohl die Profitrate als auch den Lohn. Das können wir dann quasi hier an den beiden ablesen. Und wir haben dann die Gleichung hier für den Konsum. Das, was noch übrig bleibt, nachdem eben gespart wurde von den Haushalten, diesen Konsum, den haben wir dann eben können wir auch unmittelbar ausrechnen. Und wir haben aus dem Wachstumsverteilungsplan ergibt sich dann eben auch der Wert für die Kapitalakkumulation. Und aus dieser Situation, die wir dann jetzt hierher geleitet haben, können wir uns noch anschauen, wie für diesen Schritt hier der Wert für die sozusagen für die Kosten des Kapital dafür sind, die Kapitalintensität gleichzuhalten, also die Wachstumsrate plus die Abnutzungsquote. Und das können wir dann in diese Gleichung hier einsetzen. Ne? Also wo wir dann überlegen, ob die Kapitalintensität in der nächsten Periode größer oder kleiner als in der aktuellen Situation. Ja, das ist also sozusagen die aktuelle Kapitalintensität plus die Änderung. Das ist eben 1 plus das, was quasi in die den Ausbau des Kapitalstocks investiert wird, minus dem, was wir brauchen sozusagen, um Kapitalausstattung pro Arbeiterin konstant zu halten. Und weil eben hier in diesem Fall das GK plus Delta größer ist als das N plus Delta, können wir davon ausgehen, dass im nächsten Schritt wir eben eine höhere Kapitalintensität haben. Wir uns also auf diesem Schritt in dem Bild, was wir da vorgesehen haben, der steigenden Kapitalintensität, also diesem sogenannten Capital Deepening, bewegen. Und dementsprechend können wir dann sozusagen die nächste Runde des Solow-Modells direkt starten und hier als Input dieses K-Strich die einfach die aktuelle, den aktuellen, also das, den Wert für die Kapitalintensität nehmen, der am Ende dieser Periode stattgefunden hat. Das geht dann immer weiter, bis wir irgendwann zu dem Punkt angekommen sind, wo wir am Gleichgewicht angekommen sind. In jedem Fall ist es so, dass dadurch, dass das K gewachsen ist,
diesmal. Wir es hier, weil ja hier die Steigung ist ja über das K gegeben, haben wir es jetzt mit einem steileren Verteilungsplan zu tun. Ich habe hier in Grau die alten Schnittpunkte mal angegeben. Und wenn wir jetzt quasi nach dem gleichen Prinzip hier wieder die Gerade ziehen, die Produktionstechnik drauflegen, an dem Schnittpunkt quasi den Profit und den Lohn eingeben, über die Gleichung den Konsum herleiten und uns hier unten, hier ist ein kleiner, den Konsum herleiten, dann sehen wir über den Vergleich, dass jetzt hier eben die Produktion gestiegen ist, der Konsum ist auch gestiegen, die Profitrate ist gesunken. Aber was jetzt eben hier der Fall ist, wenn wir das sehen, dass im Gleichgewicht das Wachstum oder Ausbau des Kapitalstocks gleich dem Wachstum des Bevölkerungs der Bevölkerung ist. Sprich wir hier jetzt eben im Gleichgewicht angekommen sind und das K, also oder die Kapitalintensität in dem nächsten Zeitschritt den gleichen Wert haben wird wie jetzt. Das heißt, sprich, wir befinden uns jetzt im Gleichgewicht. Und das kann man vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher machen, wenn wir uns die Formeln nochmal genau angucken, die eben die Dynamik im Solo-Modell jeweils innerhalb und außerhalb des Gleichgewichts ausmachen. Außerhalb des Gleichgewichts gilt, dass wir folgende exogene Variablen haben. Wir haben diesen Wert für die Technologie, wir haben das Alpha für die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, wir haben den Startwert für die Kapitalintensität, wir haben Delta, Abnutzung des Kapitalstocks, wir haben S, quasi die Sparquote der Haushalte und wir haben N, die Wachstum der Bevölkerung. Wir können daraus herleiten, die Kapitalintensität im nächsten Zeitschritt. Wir können die Produktion, den Lohn, die Profitrate, den Konsum und den Wachstum des Kapitalstocks als endogene Variablen herleiten. Und zwar durch folgende Gleichungen, die zumindest in der Nicht-Gleichgewichtssituation gelten. Das X ergibt sich direkt aus der intensiven Form unserer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. Profit, den können wir dadurch herleiten, dass wir die Produktionsfunktion ableiten. Das war ja genau dieser Schnittpunkt da. Die Ableitung ergibt sich hier aus den Ableitungsregeln. Wenn wir diesen Ausdruck hier ableiten wollen, dann schieben wir das Alpha nach vorne, ergänzen hier ein minus 1 und kommen dann bei diesem Ausdruck hier an. Für die Gleichung für den Konsum haben wir hier gegeben. Der Lohn ergibt sich immer als das Residuum, nachdem wir quasi die Gesamtproduktion nehmen und davon eben abziehen, was an die Kapitalistin geht, beziehungsweise an die Firmen. Kann man ja für den Cobb-Douglas-Fall hier auch noch mit dem 1 minus Alpha herleiten, weil wir ja wissen, dass in der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion in unserem Fall der Profit Share gegeben ist mit Alpha, entsprechend ist das, was vom Lohn übrig bleibt, also die Lohnquote 1 minus Alpha. Des Weiteren haben wir die Gleichung für den Wachstum des Kapitalstocks, die hatten wir vorher bereits hergeleitet, indem wir hier den Wert für die Kapitalproduktivität eingesetzt haben, den wir wiederum aus der Produktionsfunktion hergeleitet haben. Und wir haben hier eben den Wert für die Kapitalintensität in der nächsten Runde, wo wir hier auf der einen Seite haben SX, also das, was gespart wird, das, was neu aufgebaut wird, dem gegenüberstellen alles das, was wir brauchen, um die Kapitalintensität gleichzuhalten, nämlich zum einen berücksichtigend den Wachstum der Bevölkerung und zum anderen die Abnutzung des Kapitalstocks. Und wenn dieser Wert eben größer ist als dieser, dann steigt, wächst der Kapitalstock, weil Investments größer sind als das, was quasi für Abnutzung und Bevölkerungswachstum ausgegeben muss. Wenn letzterer eben größer ist als das Investment pro Person, dann sinkt die Kapitalausstattung pro Arbeiter. Demgegenüberstellen müssen wir die Analyse im Gleichgewicht. Hier haben wir einen ganz ähnlichen Set an exogenen Variablen wie hier. Wir haben eigentlich also quasi die, diese Werte hier für die Produktionsfunktion, die sehen wir hier auch. Delta S und N bleibt auch hier. Was jetzt hier natürlich anders ist, wir brauchen im Gleichgewicht keinen Startwert mehr für die Kapitalintensität. Wir haben nämlich als endogene Variablen, haben wir jetzt hier den Gleichgewichtswert für die Kapitalintensität. Da haben wir ja die Gleichung vorher auch schon hergeleitet. Dann ansonsten haben wir X, W, V, C, G, K, X, W,
GK, quasi hier genau das Gleiche. Wie ist es gegeben? Wir haben hergeleitet den Ausdruck schon für die Kapitalintensität im Gleichgewicht, wo wir die Werte gleich unmittelbar eingeben können. Wir haben den Wert für die Produktion unmittelbar gegeben durch die Produktionsfunktion, die Conductors-Produktionsfunktion. Der Ausdruck für den Lohn hier ist quasi äquivalent hier drüben. Die Profitrate ebenfalls unproblematisch. Der Konsum ist ebenfalls das gleiche wie hier drüben. Hier übrigens natürlich wieder oben. Und wir haben auch den Wachstum des Kapitalstocks eben auch angegeben wie zuvor. Ja, also das heißt, in diesem Falle ist es nicht schwierig, sozusagen diese beiden Situationen auseinanderzuhalten, aber es ist eben schon so, dass wir hier leichte Modifikationen vornehmen müssen. Etwas, was wir im klassischen Wachstumsmodell, was wir vorher betrachtet hatten, im Conventional Rate Share Modell, eben nicht machen müssen. Im Solo-Wachstumsmodell haben wir ja uns jetzt schon uns gerade angeguckt, dass das Gleichgewicht stabil ist. Auf dem Weg hin zum Gleichgewicht haben wir diesen Anpassungsprozess, wo die Kapitalausstattung pro Arbeiterin immer stärker, also größer wird. Das heißt, wir haben diesen Prozess des Capital Deepenings. Das ist ein Prozess, in dem die Löhne steigen und die Profite sinken. Und das hat natürlich Implikationen für die funktionale Einkommensverteilung zwischen Löhnen und Profiten. Wie stark sich dieses Steigen der Löhne und das Sinken der Profite auswirkt, hängt von der Substituierbarkeit von Kapital und Arbeit ab. Das Original-Solo-Wachstumsmodell funktioniert ja mit einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion und da ist die Substituierbarkeit mit 1 konstant. Daraus ergibt sich eben auch, dass es keine Umverteilung zwischen Profiten und Löhnen gibt. Wir haben eine konstante Lohnquote von 1 minus Alpha und eine konstante Profitquote von Alpha. Theoretisch wäre es jetzt so, dass wenn wir eine schwächere Substituierbarkeit hätten, dann würde das die Lohnquote erhöhen, weil sozusagen die Produktivität, also die Löhne steigen, aber die Entrepreneure nicht so stark gegensteuern können durch die Wahl von kapitalintensiveren Produktionstechniken, um das auszugleichen. Das heißt, in dem Fall würde die Lohnquote sich erhöhen. Gleichzeitig, wenn die Substituierbarkeit noch höher ist, dann könnten sie es sozusagen überkompensieren und die Lohnquote würde sinken. Lohnquote erinnert uns vielleicht was. In dem Conventional Wage Share Modell hatten wir ja eine konstante Lohnquote als Grundannahme mit drin. Die Begründung dafür ist aber eine sehr andere Begründung als jetzt hier die Implikation der konstanten Lohnquote im neoklassischen Wachstumsmodell. Im klassischen Wachstumsmodell hatten wir die Ursache im Arbeitsangebot und wir hatten argumentiert, dass der Lohn eben gemeinsam mit der Arbeitsproduktivität steigt. Die Argumente dafür waren so politökonomischer Natur. Wir haben von Institutionen, Verhandlungsmacht der Arbeitnehmerinnen gesprochen, beziehungsweise von der Verteilung von Verhandlungsmacht zwischen Arbeit und Kapital. Es war im Hintergrund diese Idee des langfristigen Subsistenzlohns und der Reserve Army of Labor, das über Migration und aus dem Ausland, aber auch sozusagen von den Menschen, die im Moment Subsistenzarbeit zu Hause oder Care-Arbeit daheim leiten, hin zum Arbeitsmarkt, wenn der Lohn eben zu gering ist. Das heißt, wir haben sozusagen diese marxistisch angehauchte Idee des Subsistenzlohns, die erklärt, warum wir am Ende des Tages eine konstante Lohnquote haben. Das heißt, es ist eine sehr politökonomische Argumentation, die halt auch typisch für die ökonomische Klassik war. Im neoklassischen Kontext ist die Begründung eine andere. Wir leiten eigentlich diesen konstanten Wage Share direkt von den Eigenschaften der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ab. Ja, also diese implizite Annahme, dass es eben die komplette Substituierbarkeit von Arbeit und Kapital mit dem Sigma gleich 1 gibt, die erklärt eigentlich, warum wir diese konstante Lohnquote haben. Also da kommt eigentlich die erklärende Kraft her aus der Annahme dieser Produktionsfunktion. Das ist natürlich eine viel technischere Annahme. Es ist eliminiert sozusagen diese Betrachtung der Politik, politökonomischen Faktoren hier wie Institutionen, Verhandlungsmacht, Arbeitskapital, Subsistenzwahl etc. Also alles politökonomische Debatten, die man da führen kann.
die sozusagen in diesem neoklassischen Sinne eben keine große Rolle spielen. Und das ist relevant, weil es ganz, ganz deutlich macht, wie unterschiedliche Ökonomen, die eben unterschiedliche Modelle nehmen, ganz andere Interpretationen von Trends in der Vergangenheit haben. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass jemand, der vor allem mit neoklassischen Wachstumsmodellen arbeitet und dann zum Beispiel sieht, okay, die Lohnquote verändert sich, der hat einen ganz anderen Blick darauf als jemand, der von dieser klassischen Perspektive kommt. Der Klassiker würde sozusagen hier sofort auf diese politökonomischen Argumente verweisen. Der Neoklassiker würde hier eher in eine Diskussion bezüglich der Eigenschaften der Produktionsfunktion führen. Und das ist kann man auch in dem Sinne direkt daran illustrieren, dass wir ja in den letzten Jahren tatsächlich in der Tendenz fallende Lohnquote hatten. Das hatten wir ja schon beim Conventional Wage Share Modell angesprochen, dass es also mit Sicherheit eine bessere Annahme ist als einen konstanten Lohn. Aber dass auch diese Annahme des konstanten Wage Shares jetzt in den letzten Jahren zumindest nicht mehr ganz so gut passt. Ne? Und ich habe euch das hier mal mitgebracht, wenn wir uns die Lohnquote von 1970 versus 2014 angucken, dann sind das hier schon deutliche Ausschläge nach unten, also in den unterschiedlichsten Ländern auf der Welt. Und die Interpretation dessen, was die Ursache dafür ist, ist ein zentraler Konfliktpunkt zwischen klassischen und neoklassischen Modellen bzw. Nutzerinnen von diesen Modellen. Eine neoklassische Erklärung würde jetzt eben sehr stark auf die Produktionsfunktion rekurrieren. Man könnte sagen, okay, wir sehen hier nicht das, was das Solow-Modell vorhersagen würde. Es würde sagen, sozusagen die Lohnquote ist konstant. Sie ist nicht konstant, sie ist negativ. Das bedeutet, die Substituierbarkeit eigentlich von Arbeit durch Kapital muss größer 1 sein. Würde quasi Sinn machen in diesem ganzen Rahmen. Jetzt ist es aber so, dass das empirische Untersuchen zeigen, dass die Substituierbarkeit wahrscheinlich viel geringer ist. So die Standardergebnis ist irgendwie so 0,9 nahe 1, wenn man dann allerdings für Publikationsbias und quasi nicht lineare Effekte korrigiert, wie das jetzt zum Beispiel hier Kollegen Gechert und Co. gemacht haben, dann kommt man eher auf so einen Wert von 0,3. Also sowieso irgendwie sehr, sehr weit weg von dem, was man klassischerweise annimmt. Aber also auf jeden Fall ganz weit weg von irgendeinem Wert größer 1. Also es macht nicht so hundertprozentig Sinn. Die Klassiker würden jetzt sagen, ja, seht ihr, quasi Neoklassik kann das nicht richtig erklären. Man kommt nicht drum rum, sozusagen auf diese politikökonomischen Faktoren zu rekurrieren. Und wenn man jetzt über die Zeit seit den 1970ern blickt, gäbe es da ja auch viele, sag ich mal, Kandidaten an Erklärungen. Ja. Wir haben einen Niedergang der Gewerkschaften, wir haben eine Globalisierung, die größeren Druck auf die Arbeitnehmer ausnimmt. Wir haben eine Verschiebung von der Verhandlungsmacht, auch durch Automatisierung etc. Das heißt, es sind jetzt alles so politikökonomische Faktoren, die dieser Veränderung hier nach unten zugrunde liegen könnten. So, bevor wir jetzt aber sozusagen von der hier mit dem Solow-Modell mehr oder weniger abschließen, wollen wir aber nochmal kurz das Modell anwenden und uns nochmal analog zu den klassischen Modellen anschauen, wie man hier eine Veränderung einer exogenen Variable beziehungsweise deren Implikationen erklären kann. Beispiel Veränderung in der Sparquote. Dazu ist es im Solow-Modell, wenn man das grafisch machen möchte, schauen wir uns hier diese Grafik an, die wir vorher schon kennengelernt hatten. Wir haben hier das Gleichgewicht an dem Schnittpunkt zwischen diesen beiden Graden, wo wir eben die Gleichgewichtskapitalintensität haben, wo wir ableiten können hier aus der Produktionsfunktion, wie viel an dieser Stelle für diesen Wert der Kapitalintensität produziert wird. Ganz eben hier an der Schnittmenge, wo die Kapitalintensität pro Kapitalausstattung pro Arbeiterin konstant war. Was passiert jetzt, wenn sich die Sparquote erhöht? Also hier oben würde sich zunächst mal nichts verändern, was sich aber verändern würde, hier diese Kurve, die würde sich nach oben verschieben. Das bedeutet, dieser Schnittpunkt hier, der würde sich verändern, der würde nach rechts gehen und daraus folgt, dass wir eben hier oben ein höheres Output-Niveau haben und dass wir eine höhere Kapitalintensität haben. Das macht in dem Sinne Sinn, es wird mehr gespart, es kann mehr in die Akkumulation von Kapital gegeben werden. Und zumindest am Anfang haben wir jetzt dann hier auch erstmal eine Dynamik. Also wir sehen dann quasi eine Akkumulation, die stattfindet. Sobald wir allerdings hier an diesem Punkt angekommen sind, dann ist wieder Stillstand. Wir können uns das auch hier in den Gleichungen angucken, wenn wir uns jetzt überall schauen, wo steckt die Sparquote drin. Hier
für die Kapitalintensität steht sie oben im Bruch, sprich bedeutet S steigt, hier der Gesamtausdruck für K steigt auch. Gleiches gilt zum Beispiel hier auch für den Konsum. Auch hier haben wir die Sparquote drin. Der Konsum steigt, der Konsum sinkt natürlich, weil wenn S steigt, dann wird der Anteil des Outputs geringer. Ja? Ansonsten können wir die indirekten Effekte können wir uns hier unmittelbar ableiten. Was aber jetzt vor allem interessant ist, ist eigentlich hier dieser Punkt mit der Wachstumsrate, denn die höhere Wachstumsrate hat nicht, die höhere Sparquote hat keinen Effekt auf die Wachstumsrate als solche. Ja, diese Wachstumsrate ist gegeben durch das Bevölkerungswachstum. Das Bevölkerungswachstum ist exogen gegeben. Es findet Wachstum statt, allerdings hier nur, wenn wir uns von dem einen Gleichgewichtspunkt zum anderen Gleichgewichtspunkt bewegen. Sobald wir im neuen Punkt angekommen sind, gibt es hier kein Wachstum mehr. Das ist aber was ja von neoklassischer Sicht eben sehr stark kritisiert wird, einem Solo-Wachstumsmodell, dass es eben im Gleichgewicht keine Wachstumsdynamiken gibt. Ein Punkt möchte ich vielleicht noch deutlich machen. Sie können jetzt gerade hier durch diesen, wo ich jetzt gerade auch ein bisschen geschludert habe, mit dem Ausdruck des Konsums. Man kann sich ja fragen, also bei dem Konsum gibt es ja hier offensichtlich einen Trade-off. Ne? Auf der einen Seite, wenn die Sparquote steigt, dann sinkt der Anteil am Gesamtoutput, der für den Konsum verwendet wird. Gleichzeitig steigt natürlich auch der Gesamtoutput, wenn mehr gespart wird. Das heißt, es macht Sinn, sich zu fragen, an welchem Punkt eigentlich der Konsum maximal ist. Also es gibt ja dann gibt irgendwie so einen Punkt, wenn wir darüber hinaus dann sozusagen die Sparquote erhöhen, dann sinkt der Konsum, aber wenn wir sie senken, sinken wir sie auch. Das geht einher mit einer bestimmten Ausstattung von Kapital, also einem bestimmten Kapitalstock. Und dieser Kapitalstock, der den maximalen Konsum bezeichnet, das ist der Kapitalstock der goldenen Regel sozusagen. Also das ist nicht ganz trivial zu lösen, aber das wollte ich jetzt hier nur nochmal anmerken, wenn Sie es mal hören, goldene Regel im Kontext des Solo-Modells, da sucht man quasi nach dem maximalen Konsum. Das ist dann übrigens auch der Punkt, wo die Nettoprofite gleich dem Bevölkerungswachstum sind. Das sind jetzt so Implikationen von dem Solo-Modell, die auch gerne selber mal herleiten können, wenn ihr so ein besseres Gefühl für das Modell bekommen wollt. Aber ich glaube, so für das Grundverständnis oder sowas reicht es eigentlich tatsächlich hier, die Grafik hier gut zu verstehen, diese Gleichungen hier gut zu verstehen und insbesondere zu verdeutlichen, was das Solo-Modell anders macht als die klassischen Modelle. Wir haben, wenn wir nicht im Gleichgewicht sind, hier Dynamik, ja, also die zentralen Gleichwerte verändern sich von Zeitschritt zu Zeitschritt, auch in der Pro-Kopf-Variante. Aber sobald wir an einem Gleichgewichtspunkt sind, sehen wir im Solo-Wachstumsmodell keine Wachstumsdynamiken mehr in den einzelnen Punkten. Also im Steady State sozusagen findet kein Wachstum als solches statt.